Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich mal heute mit euch einen Bericht des Nachrichtensenders Welt mit euch besprechen. Von gestern, vom 17.12.2020. Kommentare sind natürlich wie immer bei den privaten oder öffentlichen Medien, wie auch immer man sie bezeichnen soll, oder Old Media, wie es so schön heißt, nicht erlaubt, nicht erwünscht, kann man ganz klar sagen, was ich ein Armutszeugnis finde. Und der Titel dieses Videos hier lautet Harter Lockdown, falsch geschrieben, aber ist ja nicht meine Sache, Harter Lockdown, wie wirksam ist der und was ist zu erwarten? Und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Jetzt, wo wir im harten Lockdown seit einigen Tagen sind, stellt man sich natürlich die Frage, okay, bis zum 10. ist es erstmal gesichert, dass in Deutschland der harte Lockdown bleibt, also bis zum 10.01.2021. Und höchstwahrscheinlich wird das Ganze noch verlängert werden. Das sagt ja auch der Nachrichtensprecher gleich. Aber die eigentliche Frage ist doch, wie wirksam ist jetzt dieser harte Lockdown? Da kommt man hier wirklich zu einem Schluss in diesem Video, der sehr erschreckend ist. Ja, weil man sich eigentlich genau das Gegenteil von einem harten Lockdown letztendlich erwarten sollte, was ja tatsächlich dann eben, wie gesagt, prognostiziert wird. Und wir gehen einfach mal rein und hören mal, was hier so besprochen wird. Und dann blicken wir an diesem Donnerstagvormittag auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland vom Robert-Koch-Institut. Seit gestern wurden 26.923 neue positive Tests gemeldet, 3.244 mehr als am Donnerstag vergangener Woche. Insgesamt gelten derzeit rund 334.500 Menschen als akut infiziert. 698 Erkrankte sind in den vergangenen 24 Stunden an oder mit Covid-19 verstorben. Und damit steigt die Zahl der Toten insgesamt auf 24.125. Also 24.125 Tote sind es aktuell durch Corona. Und wir müssen natürlich dazu sagen, das ist deutlich weniger als bei der jährlichen Grippe, die alljährlich auftaucht. Ja, dennoch ist es eine erschreckende Zahl und man wünscht natürlich keinem Menschen, dass er daran stirbt. Egal wie alt er ist, egal ob er Vorerkrankungen hat oder nicht. Also von daher ist es natürlich immer traurig und erschreckend zu sehen, wie dann Angehörige an Krankheiten sterben. Warum sie hier den Reproduktionswert, den Reproduktionsfaktor nicht mehr nennen, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie irgendwie selber diesem nicht mehr ganz so trauen. Nun ja, ist halt so, wie es ist. Gehen wir weiter. Und bei mir im Studio ist nun Daniela Will und ich habe Daniela eben tatsächlich gefragt, ob ich diese Frage wirklich so stellen soll, Tag 2 des Lockdowns. Und du kannst doch schon zeigen, dass man was erkennen kann? Kann ich schon zeigen. Nicht an den Corona-Zahlen, aber an anderen Zahlen. Der Lockdown ist ja dafür da, die Mobilität zu reduzieren, weniger Mobilität, weniger Kontakte, so ja das Prinzip, und dass das funktioniert, das sehen wir hier zum Beispiel. Denn es gibt verschiedene Tools, die messen, wie die Passantenfrequenz auf den Straßen ist, wie viele Leute also unterwegs sind. Und dieses Tool, das habe ich jetzt hier mal mitgebracht zum High Street, und da habe ich mal den Kurfürstendamm ausgewählt, also die Nordseite, auch da, wo viele Geschäfte sind, wo jetzt eigentlich gerade Hochkonjunktur zur Weihnachtszeit herrschen würde. Und was man hier sieht, diese blaue Kurve, das ist also die Anzahl bzw. auch die Verteilung über den Tag hinweg, wie viele Menschen da unterwegs waren. Und das ist jetzt hier mal so der Höhepunkt 17 bis 18 Uhr. Und was man erkennen kann, es waren 481 Passanten, die sich in diesem Zeitraum auf diesem Abschnitt bewegt haben. Weniger als die Hälfte als im Vorjahresvergleich. Den sieht man hier nämlich an der roten Linie. Was aber auch auffällig ist, eben wie gesagt, dieser Vorjahresvergleich, den muss man hier mit im Hinterkopf behalten. Gerade an den beiden ersten Tagen dieser Woche, Montag, Dienstag, da wo also die Leute schon im Hinterkopf hatten, dieser Lockdown wird kommen, noch schnell Weihnachtsgeschenke besorgen, da war die Mobilität sogar höher als in den Vorjahren. Da waren also mehr Menschen auf den Straßen. Und das ist eben nicht nur hier in Berlin auf dem Kudamm so gewesen, sondern zum Beispiel auch hier auf der Kaufingerstraße in München. Da bietet sich das gleiche Bild heute also oder gestern durch den Lockdown sehr viel weniger Verkehr, aber eben an den Vortagen höher. Und zum Beispiel auch in Hamburg auf dem großen Bleichen. Wenn man jetzt aber zum Vergleich mal schaut, wie wirksam war denn dieser Lockdown light, hätten wir das wirklich gebraucht? Oder war jetzt gerade Anfang der Woche eben diese Kurve nur so hoch, eben weil der harte Lockdown angekündigt wurde? Nein, da sehen wir tatsächlich, wenn wir die letzte Woche mal mit den Vorjahren vergleichen, da sieht man, das ist fast deckungsgleich. Also die Menschen waren trotz Lockdown light fast genauso viel unterwegs, zumindest in der gleichen Zahl wie in den Vorjahren. Das zeigt natürlich, dieser harte Lockdown, der war vermutlich unvermeidbar.
Ja, also erstmal hier sehr schön zu sehen. Die Menschen sind eigentlich bis auf die ersten, also bis auf die 2 Vortage, bevor der Lockdown eben durchgeführt worden ist, eigentlich genauso mobil gewesen wie die Vorjahre oder wie das Vorjahr eben auch. Ja, und dass dann natürlich aufgrund, sag ich mal, der Ankündigung des harten Lockdowns, die 2 Tage vor dem eigentlichen Lockdown, also die 2 Tage vor Mittwoch, sprich Montag und Dienstag dieser Woche, dass die natürlich, sag ich mal, mobiler gewesen sind, die Menschen, aufgrund dessen, ist vollkommen klar. Aber man sieht, okay, die Menschen sind jetzt nicht irgendwie besonders vermehrt auf die Straßen gegangen im Vergleich zum Vorjahr, sondern es hat sich im Prinzip genauso abgespielt wie jedes Jahr letztendlich auch. Und die Zahl ist dann natürlich gesunken, der Passanten überall. Ab Mittwoch, wenn wir so wollen, wo der Lockdown letztendlich dann statt, der harte Lockdown letztendlich dann eingeführt wurde, und die Mobilität ist natürlich rasch gesunken. Ja, vollkommen klar, weil wenn keine Geschäfte mehr auf sind, warum soll man sich dann in der Innenstadt bewegen? Ja, aber nur um mal zu, wie soll ich sagen, uns in Erinnerung zu rufen, die Leute sind nicht mehr auf der Straße gewesen, wie sonst im Prinzip auch, zumindest mit dem letzten Jahr verglichen, und man könnte das Ganze natürlich auch noch mit 2 Jahren vorher vergleichen und so weiter und so fort, ja. Und hier wird jetzt gerade gesagt, nun ja, der harte Lockdown schien dann also wohl irgendwie unvermeidlich, weil trotz keiner erhöhten Mobilität in diesem Jahr, die Zahlen offenbar einfach nicht sinken, die Zahlen der Neuinfektionen nicht sinken und auch die Zahl der Toten eben, wie gesagt, nicht sinken. Und das war eben auch das, was hier die Nachrichtensprecherin letztendlich gesagt hat. Und jetzt kommt er und stellt eine ganz wichtige Frage. Ja, was sind schon echt Zahlen, wo man nachdenkt, diese beiden Zahlen, zum Beispiel Montag und Dienstag, die mir gezeigt hat, mein lieber Herr Gesangverein, also das ist ja wirklich Shopping-Chaos in ganz Deutschland gewesen. Der Lockdown soll erstmal bis 10. Januar gelten, also mindestens, wir gehen ja schon davon aus, dass er länger dauern könnte. Aber wenn wir jetzt den 10. Januar nehmen, wie werden sich die Zahlen bis dahin entwickeln? Gibt es da auch schon Rechnungen? So, ganz wichtige Frage. Ja, wie werden sich die Zahlen entwickeln? Normalerweise müssten sie ja nach unten gehen aufgrund des harten Lockdowns, weil gehen sie nicht nach unten, bringt der harte Lockdown nichts. Ja, im Gegenteil, er hat dann natürlich adverse Effekte, also negative Effekte in anderen Bereichen, sowohl was das soziale Leben angeht, was die psychische Gesundheit angeht, was die Wirtschaft angeht, die ja sowieso schon dieses Jahr ziemlich durch die Corona-Krise, man kann schon fast sagen, ruiniert worden ist. Und man weiß ja nicht, wie lange es noch weitergeht mit diesem harten Lockdown, und da werden noch einige Firmen pleiten, das sagen ja auch Experten, und auch Privatinsolvenzen mittlerweile folgen. Und er stellt jetzt hier die Frage, okay, was passiert? Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir den harten Lockdown bis zum 10. so durchführen? Wie entwickeln sich die Zahlen? Gibt es da irgendwelche Tools, irgendwelche Messungen, irgendwelche Modelle, also Simulationen? Und da kommen wir jetzt drauf. Ja, da gibt es auch ein ganz spannendes Tool, das ich mal mitgebracht habe, nämlich ein Covid-Simulator von der Universität des Saarlandes. Ein Covid-Simulator von der Universität des Saarlandes, der eben letztendlich berechnet, wie sich die Fallzahlen entwickeln, wenn wir den harten Lockdown letztendlich durchführen. Und zwar, heute haben wir den 17.12. und wir wollen schauen, eben bis zum 10. Januar, wie es da weitergeht, unter, wie gesagt, den bisherigen Voraussetzungen, die ja auch mit einschließen, dass zum Beispiel der Reproduktionswert bis Anfang der Woche deutlich über 1 lag. Und dann bekommt man hier eben diese Kurven ausgespuckt. Und da wollen wir mal konkret auf die Todeszahlen und eben auch auf die täglichen Neuinfektionszahlen schauen. Wenn wir also zum 10. Januar mal gehen, dann sehen wir, laut dieser Modellrechnung wären wir da bei 41.000, über 41.000 Neuinfektionen. So, wenn wir bis zum 10. Januar gehen, also bis zum Ende der Simulation hier in diesem Fall, wären wir bei 41.260 Neuinfektionen pro Tag, ja, am 10. Januar. Und das ist natürlich jetzt deutlich über den Werten von 28.000, 29.000, 30.000. Das schwankt ja immer von Tag zu Tag so ein kleines bisschen. Aber der Sinn dieses harten Lockdowns ist doch spätestens, also wenn man diesen Simulationen Glauben schenken kann, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber es ist ja nicht von irgendwoher, sondern da sind ja wirklich Experten, die eben an der Uni des Saarlandes letztendlich dieses Modell bereitgestellt haben. Da stellt man sich da wirklich die Frage, okay, was bringt der harte Lockdown, wenn die Fallzahlen sogar noch ansteigen? Jetzt würden einige sagen, nun ja, ohne den harten Lockdown wären sie wahrscheinlich noch höher. Wären sie wirklich höher?
Ja, wären sie wirklich höher? Oder woran liegt es, dass trotz des harten Lockdowns letztendlich die Zahlen steigen? Ich meine, jetzt kommen noch die FFP2-Masken mit ins Spiel. Da muss man auch gucken, wie sich dann letztendlich die Lage dadurch verändert. Aber das ist doch letztlich eine Maßnahme, also sprich der harte Lockdown, der so, wenn wir diesem Modell hier vertrauen können, überhaupt nicht seinen Sinn erfüllt, sondern ganz im Gegenteil, letztendlich ist es nur eine Maßnahme, die in anderen Bereichen des Lebens Schäden verursacht, mit denen wir wahrscheinlich noch sehr lange zu kämpfen haben werden. Aber das medizinische, das gesundheitspolitische Ziel wird doch dadurch eigentlich offenbar total verfehlt, ja? Und ich meine, es ist zwar eine, wie soll ich sagen, eine leicht exponentiell ansteigende Kurve, aber wenn man wirklich sich auch mal die Range hier anschaut, und das ist ja jetzt hier wie gesagt der Mittelwert, man schaut sich hier die Range mal an, dann sieht man, dass die immer größer wird, und zwar immer größer wird nach oben vor allen Dingen. Ja, also überproportional stark nach oben geht. Das heißt, es wären durchaus vielleicht auch 55.000 Neuinfektionen möglich, wenn wir jetzt hier mal das Maximum nehmen. Ja, und sorry, aber da fehlt mir persönlich und ich denke vielen anderen auch das Verständnis für diese Maßnahme, wenn tatsächlich das das ist, mit dem wir dann rechnen müssen. Ja? Natürlich vermeiden. Und auch bei der Inzidenz wären die Entwicklungen erschreckend. Da würde man nämlich am 10. Januar bei 327 landen. Ja, also auch die 7-Tages-Inzidenz steigt dramatisch an, wie man hier sehen kann. Bringt also überhaupt nichts letztendlich, ja. Ja, und damit können wir eigentlich auch das Video letztendlich beenden. Bis dahin, Freunde.